Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal, wie ihr gesehen habt. Ich bin gerade durch eine Bunkertür gegangen. Wir gucken ein Hilfskrankenhaus an, was 1963 bis 1965 erbaut worden ist. 5 Meter unter einer Berufsschule. Das Ganze hat mal 3,8 Millionen D-Mark gekostet. Das Ganze hat 4000 Quadratmeter. Wir werden hier einiges sehen. Betriebsbereich von 1965 bis 1996. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. In der ersten Abteilung hier im Krankenhaus, im Hilfskrankenhaus, und hier war praktisch die Aufnahme von den Patienten. Hier ist der Aufnahmeraum, wo alles verwaltet worden ist, wo halt die Krankheiten und so aufgeschrieben werden, und hier konnte man auch eine Kontaminierung der Patienten durchführen. Das Ganze wurde hier ganz schlicht gehalten mit 2 Duschen, schnell brausen, hier eben abduschen, und dann konnten die sich auch ankleiden. Für die Herren extra so ein Hemd und für die Frauen und die Kinder dann halt so ein Kleid. Wenn auch die Kleidung zum Beispiel vergiftet ist oder so, dann wird das halt hier, wie das auch vonstatten ging, weiß ich nicht, wird die Kleidung halt hier weiter nach oben gebracht, verbrannt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es hier entsorgt. Dieser Bunker wurde halt eben gebaut für Atomkrieg im Kalten Krieg, falls es doch mal zu einem Einschlag kommt und es viele Verletzte gibt. Hier kann man, glaube ich, bis zu 360 Personen oder allgemein 360 Personen können sich hier in diesem Bunker aufhalten. So, wir werden uns einfach mal ein paar Räume ansehen. Und man sieht schon die Gänge, sehr lange Gänge. Das ist wirklich hier wie so ein Labyrinth. Wir laufen einfach mal hier lang und gucken mal, was wir hier entdecken. Hier muss ich zum Beispiel schon mega vorsichtig langlaufen, dass ich mir den Kopf nicht einstoße. Schutzräumenlager. Würde ich mal sagen, wir gucken uns jetzt mal schon so einen Personalraum an. Und hier sehen wir 3-stöckige Hochbetten. Das kennt man nicht wie von zu Hause, eine dicke Matratze. Einfach so eine dünne Matratze. Hier ein Kopfkissen. Und das muss dann reichen. Hier war dann die Teeküche, Lager für Bettwäsche. Hier sehen wir jetzt auch die ganze Bettwäsche und Wolldecken. Und nicht zu vergessen, der Felix ist auch hier. Wir teilen uns hier so ein bisschen auf. Deswegen könnte mal sein, dass ihr ihn mal irgendwie hört. Aber ist schon mal sehr interessant. Großer Bunker, habe ich bis jetzt auch noch nie in der Form gesehen. Und wir sind auch mit Genehmigung hier. Wir dürfen hier drehen. Ja, die ganzen Patienten brauchten halt eben auch Arznei und Hilfsmittel, so wie zum Beispiel eine Bettpfanne, Schnabeltasse, und das wurde dann halt alles hier untergebracht. Und hier sieht man das, ist halt nicht wie zu Hause, dass man so ein Regal hat oder einen Schrank. Hier stehen halt ganzen Holzkästen mit eben halt zum Beispiel, was haben wir hier? Latschen zum Beispiel für Frauen und Herren und vielleicht auch noch Kinder. Hier sind dann die ganzen Nachthemden drin und sogar für die Babys ist vorgesorgt. Nuckelflaschen, wie man da sieht, und diverse Babykleidung, auch ne, wie es früher immer war. Rosa, die Mädchen, und blau, die Jungs. Auch so ist die Bürste in rosa. Guck mal, sogar Windeln. Ja, die sehen etwas anders aus wie die heutigen Windeln. Hier steht unten auf dem Kasten auch irgendwas mit Müllwindeln drauf. Sogar, dass du die Babys noch waschen kannst. Eine Babywanne, Wärmflaschen, Bettlagen, Socken, Handtücher. Hier Operationsmäntel weiß. In Größe 52, 54, 56, 58, 60, 62. Wahnsinn, was man alles lagern muss, nur um so ein Krankenhaus ja in Gang zu halten für 14 Tage. Also 14 Tage soll man hier locker überleben. Mit den Lebensmitteln haben die das natürlich anders gemacht. Wenn der Fall eintreten sollte, dann haben die Lebensmittel erst rangebracht. Also Lebensmittel gab es früher hier nicht. Und das ist noch original alles aus der Zeit. Hier steht sogar noch 1963 drauf.
So, wir befinden uns jetzt in dem Röntgenraum. Gut, es stehen keine Sachen mehr drin zum Röntgen. Ich wollte euch das trotzdem mal zeigen. Man kann hier das Licht einmal auf Normallicht stellen und man konnte das Licht dann auch ändern in rotes Licht. Buh, da bin ich wieder. Ich habe ja auch zufällig ein Röntgenbild in der Hand. Und dann wollen wir mal gucken, was der Patient mit seiner Hand hat. Gut, der Patient hat hier mit der Hand, der hat so einen Knochenbruch und der muss operiert werden. Und deswegen schauen wir uns jetzt den OP-Bereich an. Und hier im Bunker für Krankenhausbereich haben die extra solche Flügeltüren eingebaut, dass man die Patienten halt eben auch reinschieben kann im Krankenhaus oder in den OP-Bereich. Und das ist nämlich jetzt der erste Bereich, das ist nämlich jetzt der Operationsvorbereitungsraum. Hier sieht man auch noch Sauerstoffflaschen. Hier wird dann eben alles vorbereitet für den Patienten und dann kommt er in OP-Bereich Nummer 1 rein. Einfach so eine Liege, wo die dann halt operiert haben. Ist halt nicht so, wie man das in einem Krankenhaus kennt. Es mussten ja auch mehrere Operationen hier stattfinden. Auf jeden Fall ist das aber auch steril hier drin. Hier ist ab eine gewisse Höhe, hier ist nämlich irgend so eine Schicht drauf. Hier auf jeden Fall ist eine Holzkiste mit Instrumentenkocher und da mit Batterie. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen, wozu die so einen Kasten brauchen. Wir gehen in den nächsten Raum, weil da sehe ich nämlich schon die Instrumente, die die Ärzte gebraucht haben. Ja, und so sah das früher halt aus. Knochensäge, Schere, keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht haben wir ja hier wieder Leute, die das wissen. Gerne in die Kommentare schreiben. Spritzen, sogar ein Hammer ist dabei. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen aus den Fernsehserien, Krankenhäuserserien. Da haben sie im OP-Bereich dann halt mehrere solche Dinger. Oder ihr habt schon öfters mal ein Lost Place Video auf meinem Kanal gesehen. Hier im Bunker ist das natürlich immer ein bisschen anders. Hier gibt es dann nur eine Lampe. Übrigens, das ist eine Feldoperationsleuchte und hier befindet sich eine Batterie drin. Hier hast du den ganz normalen Stecker von der Lampe mit eingesteckt und dann klack an und dann könnt ihr operieren. Es ist ja normal, wenn jetzt ABC-Alarm wäre, dann werden die Notstromaggregate angeschmissen und dann haben sie zusätzlich halt diese Batterien für diesen Betrieb der Lampen. Wenn jetzt aber nichts oben wäre, dann kriegen die halt den ganz normalen Strom von der Oberfläche. Man kann sich das wirklich gar nicht richtig vorstellen, wenn hier einer operiert wird und dann fällt das Licht aus oder ist es gerade ein Anschlag oder so. Hier sieht man übrigens noch die diversen Handschuhe und Kittel und Mundschutz. Die haben damals hier operiert mit Lachgas und dieser Raum war mindestens 17 Grad. Hier finden wir zum Beispiel nochmal ein Wahlscheibentelefon. Du kannst aber nur in dem Bunker telefonieren. Du kannst nicht zur Außenwelt telefonieren. Und jetzt wurden die operiert und jetzt müssen die auch in einen Aufwachraum, Intensivstation, geschoben werden. Und da gehen wir jetzt auch mal hin, zur Intensivstation. Und hier sind wir angelangt bei der Intensivstation. Das muss man sich mal einer vorstellen. Du bist hier 24 Stunden, liegst du im Bett drinne, du hast kein Handy und kein Fernsehen. Und dann Nachbar zu Nachbar, du bist zwar hier noch etwas abgetrennt mit diesen Raumtrennern, aber ihr wisst Bescheid, ne? Das möchte keiner miterleben. Ja, und im Kriegsfall, ne, da hast du einfach nur so eine Tafel gekriegt. Da wurde dann mit Kreide irgendwas draufgeschrieben. Und das war's dann. Und hier wurden dann halt die Patienten untergebracht. 28 Betten, auf der anderen Seite sind 24 Betten. Und insgesamt hatte der Bunker 600 Betten. Und dann stellt euch mal vor, ihr liegt hier unten 24 Stunden im Bett und dann müsst ihr auch noch trinken und essen. Und dann erzählt euch der Nachbar,
dass er seine Katze schon jahrelang nicht gefunden hat. Und du hörst es die ganze Zeit, immer und immer wieder. Das muss Horror, oder das wäre ein Horror für mich gewesen. Es war auch nicht ganz einfach für die Patienten, wenn sie jetzt zum Beispiel mal ja, den Arm verloren haben oder eben halt gebrochen haben, hier dann eben in die zweite Etage zu kommen, weil Leitern sieht man hier nicht. Also das ist schon... Hier sehen wir übrigens auch nochmal wieder ein Zimmer mit 36 Betten, wo dann halt die Jugendlichen lagen. Und ihr seht, das waren halt Doppelbetten. Also eben halt der hintere Teil halt eben für die Babys und für die dann etwas Aufwachsenden. Wenn hier eine Krankenschwester arbeitet und ein Kind fängt an zu schreien und das nächste und dann das fünfte und das siebte und das achte und das zwölfte, was das für eine Belastung ist. Und du kannst ja nicht mal irgendwo hin, kannst ja nicht mal vielleicht zum Flur aus und einmal schreien, aber dann denken die, was ist hier los, ne? Ey, das ist unvorstellbar. Wir befinden uns jetzt in dem Maschinenraum und hier wird die Luft gefiltert. Und wir können sie auch mal einschalten. Funktioniert. Wahnsinn. Wieder ausmachen. So. Das war krass, ja. Wenn ich das nicht ordentlich erkläre oder Bunkerexperten auf meinem Kanal sind, könnt ihr gerne nochmal Kommentare schreiben. Wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel ein ABC-Alarm oben ist und die schlechte Luft kommt hier runter, dann wird sie jetzt hier gefiltert. Hier sind halt diese Filteranlagen, die kann man jetzt, glaube ich, in dem Raum fahren und dann werden die halt angeschlossen. Und die saubere Luft, die geht dann hier komplett den Schächten im ganzen Bunker lang. Und dann sieht man in jedem Flur und so eben halt diese Lüftungsschlitze, wo halt die frische Luft rauskommt. Und jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie kommt denn der Strom hierher? Wir haben die Licht, wir haben die Pumpen benutzt, um die Luft zu filtern. Und zwar sind wir jetzt im Notstromaggregatraum. Hier befinden sich zwei Schiff-Dieselmotoren, die den ganzen Strom einspeisen. Und wie ihr seht, noch die richtige alte Technik. Und so ein Schiffsmotor braucht natürlich auch Diesel und nebenan befinden sich die Dieseltanks. Ich glaube jetzt 65.000 Liter Diesel ist hier unten gelagert. Und dann hatte man hier den Knopf gehabt, man konnte den Knopf reindrücken und dann ging die Dieselmaschine los. Ihr müsst euch aber das mal vorstellen, es gab natürlich keinen Techniker, den man anrufen konnte. Dülde. Und der dann hierher kam und sagte, ich muss mal eine Sicherung wechseln. Das war wirklich noch richtig alte Technik und dass sie mal eben schnell was austauschen konnten oder reparieren konnten. Hier sieht man auch alles, was man bedienen muss, ne? Was alles Strom braucht. Röntgen 2, Maschinenraum 1, Brunnen, Labor und vieles mehr. Hier übrigens wieder beim Rausgehen, da sieht man wieder diese Filteranlagen, diese Filterrollkanister. Ist doch mal sehr interessant, so einen Bunker zu sehen. Übrigens, falls ihr das auch noch wissen wollt, dieser Bunker kann nicht mehr aktiviert werden, weil hier auch schon leichte Schäden sind, Wasserschäden. Man könnte halt eben auch davon sagen, dass es nicht mehr auf den aktuellen Stand ist. So, wir gehen mal einfach ein bisschen weiter und gucken mal, was wir noch finden. Und genau, stellt euch das vor, jetzt fällt auf einmal das Licht aus und ihr seht, diese fossilierende Farbe, die zeigt dann halt wenigstens noch, wo es lang geht. Aber stellt euch das mal vor, ne? Das Licht geht auf einmal aus. Hammer. Möchte ich nicht erleben, sowas. Hier befindet sich ein Brunnen. Hier ist 70 Meter geht das runter und hier ist jetzt eine Pumpe und die befördert das Wasser halt jetzt in den ganzen Tanks. Und mit dem Wasser können Sie dann jetzt auch die Heizung betreiben. Die befindet sich dann hier. Und wer kennt sowas noch? Ich kenne das noch von meiner Oma. Da musste ich früher auch immer mit dem Fleisch rauspressen. Da gab es immer Frikadellen. Wir befinden uns noch mal in der Küche, eben ganz kurz. Hier ist zwar nicht mehr viel zu sehen, aber doch mal interessant. Hier noch mal ganz gut zu erkennen, Plastikteller, Besteck, Plastikbecher und ein Tablett. Übrigens, hier saß der Arzt, der hatte so einen kleinen Raum gehabt und der konnte nur zur Außenwelt telefonieren.
ihr müsst euch vorstellen, hier war mal ein Telefon, wo man zur Außenwelt telefonieren konnte. Und hier ist halt eben, ja, zum Sprechen für den ganzen Bunkerbereich. Und damit würde ich mich auch verabschieden vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut auf Instagram und Facebook vorbei. Auch bei Felix habe ich unten in der Videobeschreibung. Und war mal ein sehr cooler Lost Place. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt abschalten und ciao.